Leute, ist das nicht mega geil? Packluck gehabt. Mega geiles Wetter draußen. Call of Duty Black Ops 3 mit Spaß spielen und jetzt mit dem Packluck den Schnitzer spielen. Leute, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Gameplay. Leute, damit herzlich willkommen im Gameplay ein Monster mit dem Schnitzer. Mann, ey, ich habe das Packluck gehabt und ich habe eine Schnitzer gezogen und ich will jetzt was Lustiges draus machen. Nein! Ist das noch mal normal? Es ist einfach wieder sinnlos. Ich habe einfach niemanden geflasht. Hä? Ey, langsam heul ich. Alles klar, wir haben Hater. Und ich scheiß rein und bin der schlechteste Spieler der Welt. Geil. Oh, geil, aber das wäre lustig gewesen. Aber wenn ich so reinrenne, ist klar, dass ich sterbe. Aber echt, mit übertakten bist du der Knife Runner King schlechthin, ey. So, ich habe das Ganze jetzt nochmal umgestellt. Ich spiele jetzt mit Aktivtarnung. Wie kann man die ausspielen? Ich kann das nicht. Es ist so geil. Ja, ist das schön. Das hat sich jetzt so gut angefühlt, dem hinterher zu rennen und den richtig den Rücken aufzuschnitzen. Boah, wenn ich das überlebe, esse ich einen Besen. Besen! Besen! Doch nicht. Hä? Also manchmal verstehe ich die Kills nicht. So Leute, das war also der Schnitzer in Black Ops 3. Ich weiß, ein Monster mit dem Schnitzer. Na gut. Es ist halt eine Nahkampfwaffe. Und was will man groß mit einer Nahkampfwaffe reißen? Was will man groß von einer Nahkampfwaffe erwarten? Das macht einfach übel Spaß, mal der Abfucker zu sein. Mal der Knife Runner selbst zu sein. Aber Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir vielleicht einen Kommentar, auf was ihr oder ob ihr Bock hättet auf ein richtig fettes Live-Gameplay mit der Faro. Und wenn ihr ebenso uns noch anderweitig unterstützen wollt, dann tut das doch mit Amazon oder MMOGA. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr darüber einkauft, unterstützt ihr uns natürlich und das ist mega, mega Support, wenn ihr das machen würdet. Es ist natürlich kein Muss, aber wenn ihr das macht, wäre das wie gesagt mega Support und vor allem die ganzen Vorbestellungen für Battlefield 1, für Infinite Warfare stehen an. Und wenn ihr das darüber macht, der Support ist einfach abnormal. Da sind wir euch wirklich dankbar. Das wäre richtig nice. Ja, und sonst war es das wieder von mir. Und wisst ihr was? Auch wenn jetzt der Daniel, wenn Zero jetzt nicht wieder am Start ist, wisst ihr was?